Hey, willkommen! Am Wochenende habe ich beim Draften Craft Turnier von MyESports mitgemacht. Und aus dem Qualifier aus der ersten Runde möchte ich euch ein Spiel zeigen. Ich möchte es nicht überhypen, aber das Spiel war mit das Highlight des Turniers für mich. Dieses Turnier hatte spezielle Regeln. Es gab drei Fraktionen, die man bringen musste. Man musste zweimal gewinnen, soweit so gut. Aber die Spezialregel des Turniers ist, dass man drei Bronzekarten, drei Goldkarten und eine Anführerfähigkeit bannen durfte. Und vor jedem Spiel hatte man 10 Minuten Zeit, ein Deck zu bauen. Das Match, das ich euch zeigen möchte, habe ich als der Norden bestritten. Statt Kalante musste ich Hänsels Anführerfähigkeit nehmen. Ich durfte die Karten, die rechts angezeigt wurden, auch nicht mit ins Deck reinnehmen. Deshalb habe ich da so ein paar etwas ungewöhnlichere Sachen mit reingenommen, zum Beispiel Igni statt Philippa, aber insgesamt muss ich nicht zu viel ändern und ich denke, das Deck war dann am Ende doch noch solide genug und bekannt genug, dass ich damit gut durchgekommen bin durchs Match. Nördliche Kontrolldecks sollten euch bekannt sein, ich denke nicht, dass ich zu viel zu dem Deck sagen muss, außer dass es auf Konsole setzt und sehr solide Punkte für Provision bietet. Lasst uns also schnell zum Match wechseln. Wir spielen gegen Enslave Ardal, was ganz interessant war. Eigentlich wollte ich mit meinen Bans, und zwar Imperial Diplomacy, Tourney Joust und Assassinate, alles Bronze Taktikkarten verhindern, dass dieser Anführer gespielt wird. Außerdem habe ich an Goldkarten Tibor, Bribery und den Defender Fion gebannt. Als Anführer die alte Mofran-Fähigkeit. So, und Mulligan ist vorbei, wir legen los bei meiner gewählten Anführerfähigkeit, der früheren Hänsel-Fähigkeit, muss man beachten, dass immer eine Bronzekopie im Deck bleiben sollte. Deshalb habe ich auch ein paar stärkere Bronzeoptionen mit ins Deck genommen. Zum Beispiel die lyrischen Landsknechte, die sieht man seltener, aber mit Mobilization, mit Formation und Seal sind die relativ stark. Die sind 3 Punkte, machen 3 Punkte Schaden, boosten sich um 1 Punkt. Über Formation kriegen dann noch 2 Punkte Boost dazu. Insgesamt also 9 Punkte, davon 3 Punkte Schaden. Auf dem Anführer als Combo ist das ganz gut, ansonsten könnte man auch eine der beiden Portaleinheiten ziehen. Das wäre zum Beispiel der lyrische Ritter oder der ketwinische Ritter. Einer von beiden kann gut aus dem Deck gezogen werden. So, wir sehen gerade der Gegner, der spielt ein bisschen Kontrolle. Setzt eine unserer Trebuchets mit einem Lock außer Kraft. Und so langsam sehen wir die Strategie, die baut auf dem Blockieren von unseren Einheiten auf. So. Ich booste die Treb, dadurch kann die alles erwischen, was auf dem Spielfeld ist. Langsam, aber sicher haben wir passive Punkte. Der Gegner hat mit jetzt Vigo und der Kavallerie, dem Nausicaä Feldwebel, ein paar Einheiten, die mit der Zeit an Punkten gewinnen können. Jetzt mit dem Master of the Skies nochmal eine dritte Engine, aber alles Engines, naja, zwei von den drei triggern los, wenn man etwas macht. Deshalb sind wir gerade von passiven Punkten gleich auf. Mal schauen, wie ich mich entscheide, ob ich jetzt weiter auf Kontrolle gehe. Nee, ich passe auf gleichen Karten mit einem Punktevorteil, kann dadurch die zweite Runde nicht kontrollieren. Ich habe keine spezielle Präferenz, ob ich die dritte Runde lang oder kurz haben möchte. So, und jetzt geht der Gegner. Ich weiß nicht, ob er sich verzählt hat, ob da die Treppe nicht mit einberechnet wurde.
ob darauf spekuliert wurde, dass die Rüstung trifft, aber es hat nicht gereicht. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal... Nein, es kommt eine teure Karte sogar. Dünnt sein Deck aus, Master of Disguise sind 4 oder 5 Provisionen. Also die billigen Karten raus für eine gute goldene Hand in der letzten Runde wahrscheinlich. Mit 2 Karten weniger macht es gar keinen Sinn, die zweite Runde zu pushen. So, und da sehe ich auch gerade meine Hand. Perfekt. Ich brauche irgendeine Bronze-Einheit, bekomme aber keine Bronze-Einheit. So wie das gegnerische Deck aussieht, kann ich nicht damit rechnen, dass da zu viele große Einheiten kommen. Deshalb ist Mais die richtige Option. Wir spielen den passen, wollen nicht noch mehr von unseren Goldkarten loswerden. Haben jetzt kein Last Say, aber die Hand, mit der kann man doch nur gewinnen. So, da kommt der Kedveni Knight. Den müssen wir loswerden, den wollen wir nur übers Portal ziehen und... ja, das war gerade effektiv. So, das war ein bisschen riskant. Jetzt, zurückschauend, hätte ich mir vielleicht den dritten Maligen noch aufgespart. Nicht riskiert, dass dann noch der zweite Kedveni Ritter auf die Hand kommt. Lieber noch ein paar mehr direkte Kontrolloptionen gehabt. Ich habe ja gesehen, der Gegner, der spielt schon recht viel, was man zerstören könnte. So, und jetzt habe ich Pech gehabt. Ich kann meine Anführerfähigkeiten nicht einsetzen, weil ich weder eine Bronze-Einheit in der Runde 2 noch in der Runde 3 gezogen habe, die ich auf der Hand behalten möchte. Und ich habe jetzt eigentlich darauf gesetzt, dass mein Portal 2 unterschiedliche Einheiten zieht, dass ich da je nach Bedarf noch was rausholen könnte, aber... die Möglichkeit stand mir nicht offen. Der Ritter, der gerade verbannt wurde, den hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne noch in der Hand gehabt, dass ich die Anführerfähigkeit irgendwie noch benutzen könnte, statt jetzt mit der Charge meinen Ritter noch weiter zu boosten. Naja, schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Der Gegner hat 10 Punkte theoretisch auf seinem Anführer, 8 Punkte, die jetzt benutzt werden. Holt sich noch mehr Engines aus meinem Friedhof wahrscheinlich. Macht so passive Punkte. Mal schauen. Ja. Die Trap, die kann ich relativ einfach ausschalten mit dem Donner. Der Ritter, der wird ganz schlau geklaut vom Timing her. Jetzt kann ich ihn gerade nicht mehr wegdonnern. Mit 5 Punkten und einer Rüstung ist der ein Punkt außerhalb von meiner Donner-Range. So, und der Frost, der hat jetzt auch leider nicht die Trap getroffen, wie ich da wahrscheinlich beabsichtigt habe. Ich wollte eigentlich, dass die auf 2 angehittet wird, dass ich da zum Beispiel mit Lambert oder sogar mit Falibor die direkt ausschalten kann. Die wird jetzt ein bisschen zu lang aktiv bleiben. Mal schauen, wie viele Punkte die noch macht. So, und jetzt kommt Petris Filter. Wir haben ja in den Runden 1 und 2 gesehen, dass der Gegner... Naja, in der Runde 1, in der Runde 2 haben wir nichts gesehen. Wir haben gesehen, dass der Gegner auf Last Say setzt und dass der viel mit Locks spielt. Es gibt eine Karte, die man mit Petris Filter Nilfgaard spielt. Und das ist Vatier der Rideau. Um den muss ich mir jetzt Sorgen machen. Der könnte jeden Moment kommen, sobald eine Einheit von mir gelockt wird. Riskiert, die zerstört zu werden. So, und jetzt ist der gegnerische Ritter nochmal mit 3 Rüstungen ganz knapp außerhalb der Frost Range, der wird jetzt noch ein bisschen länger überleben. Mein Unsays ist nicht mehr einsatzfähig. Ich warte jetzt drauf, dass der Ritter so weit anwächst, dass ich damit irgendwie was anrichten kann.
Versuch deshalb nicht direkt mit Lambert draufzuhauen oder mit einem Reset zu kommen. Vor allem, weil ich mit dem Reset mit dem Person vielleicht noch etwas machen könnte. So, jetzt kommt Nock, das heißt, das kommt von Neto, das heißt, Orks ist ganz sicher noch auf der Hand. Das sind wichtige Informationen für uns. So, die hintere Reihe ist jetzt auf 15, Tendenz steigend. Mal schauen, ob es noch zu einem Igni kommt. Igni, eine halbwegs riskante Karte. Manchmal sind das riesige Punkte, die man damit wegbringen kann. Manchmal ist das einfach eine 2, die dir auf der Hand liegt, bis zum Ende des Matches einfach nichts machen kann. Aber ich dachte, gegen Nilfgaard, vor allem wenn es jetzt eine Midrange-Liste wird, mit den ganzen 7ern, könnte ich da doch etwas ausrichten. Ist nicht die Liste geworden, aber jetzt sind wir bei 19 Punkten in der hintersten Reihe. Also sehr nah an unserem gewünschten Ergebnis dran. Ich fahre gerade aus, um ja den Moment abzupassen. Und jetzt kontrolliere ich was. Weiß nicht was. So. Ein 8 Punkte. Okay, ja. Igni kommt. Send weg. Ordentliche Punkte. Und jetzt. Mit einem Orks auf der Hand. Und einem Rito auf der Hand. Haben wir jetzt auch die letzte Karte gesehen, die wir noch nicht kannten. Über 20 Punkte Führung. Und jetzt kommt der Zug, auf den ich gewartet habe. Ja, hier kommt noch ein Taunt. Ein Reset, ein Baron, der Minuspunkte gemacht hat, aber ja. Der Gegner erkennt, sieht sein Datier, auch wenn er jetzt aktiviert wird, zieht gerade mal 4 Punkte rüber. Und ich gewinne ganz knapp. Wenn der Gegner meine mega hochgebrüstete Einheit geklaut hätte, hätte ich keine Chance gehabt. So hat's aber noch ganz knapp gereicht. So, dieser blutige Person war jetzt mit das Highlight des Turniers und mit das Highlight des Jahres. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man eigene Einheiten zurücksetzen muss, aber hier habe ich Vatier geahnt, habe den direkt mit dem Petris Filter schon vermutet und extra einen Baron noch auf der Hand behalten, extra für diesen Zug. Ja, das war's dann auch für heute. Ein paar mehr Videos sind geplant, also abonnieren, dranbleiben, dann bekommt ihr mit, was alles noch kommt. Ansonsten kann ich euch noch den Discord, der unten verlinkt ist, empfehlen. Da bin ich aktiv. Man liest sich, hört sich, sieht sich, was weiß ich. Auf bald. Ciao.